Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Grounded mit dem Raki. Ja, Freunde, Dr. Tully dreht lustige Runden um mich herum. Wir sind hier oben auf dem Sandkasten, da waren wir ja letztes Mal auch noch zurückgeblieben. Und jetzt können wir da auch rüberlaufen, weil es gerade dunkel wird. Es ist nicht mehr so mega heiß. Da kann ich euch nochmal zeigen, was wir da machen wollten. Das machen wir jetzt mal als allererstes. Hier unten ist ja quasi nur so eine, ja, so ein kleiner Steg. Da kann man aber nichts. Kann aber nichts machen. Hier die kleine Decke habe ich nur gemacht, damit wir hier nicht verbrutzeln, wenn wir hier schon bauen. Und hier, das ist auch noch nicht fertig. Und hier oben drauf könnt ihr sehen, da ist mein Plan. Da kommt so ein Gerüst drumherum. Da braucht man eine ganze Menge Stängel. Und die müssen wir auch erstmal sammeln. Genau. So, das ist das, was wir hier machen wollen. Dafür brauche ich aber im Grunde diese Ameisenlöwen-Rüssi, weil die ja die Hitze besser blockt. Ne? Ich habe zwar hier im Status, könnt ihr gucken, ich habe hier frische Verteidigung angemacht. Da haben wir Gas und vor allen Dingen hier Feuerresistenz, ne? Und Brutzelschutz, das ist das hier. Aber im Grunde muss man gucken, wenn die andere Rüssi ist besser, da kann man wirklich noch besser in der Sonne arbeiten. Genau, und hier unten haben wir ja auch eine Menge nicht, aber hier unten haben wir ein paar Stängel. Was wir vor allen Dingen auch nicht haben, ist eine Seilverbindung hier rüber. Und das möchte ich gerne auch machen. Warte mal, da wollte ich jetzt mal eben gucken, wie wir das am besten bauen. Okay. Also hier kann man rübergehen. So, und dann hat man hier so ein... Oh. Ups. Bin ich runtergefallen. Schon kommt da der Ameisenlöwe. Hallo. Ups. Mal gucken, ob ich... Nee, ich nehme keinen Schaden, ne? Das war nämlich auch mal ein Bug, wenn man hier oben steht. Oh, das macht ja gar nicht. Mal gucken, laden wir das Ding mal richtig auf. Doch, ich nehme wohl Schaden. Habt ihr das gemerkt? Nehmt doch Schaden, ne? Gehen wir halt doch runter, ne? Jetzt kommen da natürlich noch mehr. Das ist immer das Gleiche. Was habe ich denn für eine Waffe mit? Ich habe mit... Ich habe die Minzkeule. Nehmen wir die halt. Und da ist schon der nächste. Der mag salzig nicht, ne? Ich hab salzig. Habe ich die Salzkeule mit? Ach, die habe ich auch mit. Die können wir natürlich auch nehmen. Die ist noch besser. Ah ja, hier ist ja noch so ein lustiges kleines Ding. Jetzt kommt der nächste wieder. Wahrscheinlich. Da ist er schon. Mal gucken, ob wir blocken können. Blocken. Ja. Ja, das mag er gar nicht. Salzig ist nicht so gut. Geht viel schneller. Zack, und weg ist er. Mein Gott, das war so viel Arbeit früher. Ameisenlöwen killen. War echt ein Haufen Arbeit. So, jetzt können wir natürlich von hier drauf. Okay, das können wir auch mitnehmen. Wenn ich schon einmal hier bin, ne? So, ich nehme mal eben den Hammer. Oh nee, ich brauche den Hammer. So. Schon ganz schön stark, der Hammer. Ups, jetzt falle ich ja schon wieder runter, ne? Wie kommen wir denn hier raus? Ja, so, da muss man aufpassen, da fällt man ins Wasser, aber ist ja auch nicht so schlimm. Au, das habe ich mir ganz schön wehgetan. Natürlich auch nicht so toll. Aber ich habe ja Heilzeug mit hinten. Trinken wir mal ein Stückchen. So, ein bisschen geheilt. Ich mich ja jetzt hier nicht noch von dem Arm. Da ist schon wieder der nächste. Blöde Ameisenlöwe. So, weg mit dir.
Stängel, ne? Ist schon mal ganz gut. Hier könnte man auch Stängel holen. Ich überlege gerade, da sind ja Stängel ohne Ende. Da könnte man natürlich ein Gerüst hochbauen, aber habe ich ja hinten auch schon. Ich bräuchte eigentlich da hinten Stängel. Nur die zu bekommen ist natürlich nicht so leicht. Und hier drauf kann man ja nicht bauen. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber hier drauf kann man eigentlich nicht bauen. Ich zeige es euch mal. Hier, ne? Bauen verboten. Und da oben, da ich, was ich hier quasi gebaut habe, war mehr so mehr oder weniger ein Trick. Hier drauf darf ich bauen, da nicht, da schon. Das war ein Trick. Ich habe einfach von hier hinten verlängert. Ne? Hier durfte man bauen. Kann ich euch auch zeigen. Hier irgendwo durfte man bauen. Gucken wir mal. Ich glaube hier. Hier ging es los. Und dann haben wir darüber gebaut. Genau. So, okay, das haben wir geschafft. Jetzt gucke ich mal eben hier unten. Ich kann auch den Hacker anmachen. Auf jeden Fall wird es eine Menge Arbeit, hier zu bauen. Aber ich möchte ja gerne eine Verbindung haben, so eine Seilrutschenverbindung haben. Und jetzt ist natürlich die Frage, sollen wir die hier oben drauf bauen? Hier so ran? Hier an der Seite so eine Plattform, habe ich mir gedacht. Ich überlege gerade. Grasboden. Dann da. Und dann eben nicht zu Ende, sondern hier weiter. Und dann bauen wir hier so eine kleine Rundung noch dran. Ich guck mal, wie das aussieht hier. Ich guck mal, wie es aussieht. So vielleicht. Dann kommt man hier hoch, ne? Kommt man hier hoch und dann geht man hier raus. Und puff, ist man auf dem Seilrutsche. Und die kann man dann hier drauf setzen. Kann ich noch nicht bauen, weil darunter der Boden noch nicht fertig ist. Ne? Können wir mal gucken, da hole ich jetzt noch ein bisschen Grün. Und dann bauen wir das noch zu Ende. Gerade festgestellt, trinken und essen muss ich auch langsam mal. Yum. So, lecker. Wieder satt. Ich glaube, ich bringe das Abzeichen mit. Ton hätte ich auch mit, ne? Seil auch. Dann könnten wir eigentlich den Seilrutschen-Ankerpunkt auch schon bauen. Dann können wir von hier zurückfahren, ne?
Das können wir auf jeden Fall noch machen in der Folge. Das ist eine gute Idee, finde ich. Dann machen wir das. Dann können wir von hier nämlich zurückfahren und dann vielleicht können wir ja auch irgendwie Material hier rüber schaffen oder so. Mal gucken. Also den müssen wir machen. Den müssen wir machen. Naja, und die anderen auch. Machen wir das noch schnell. I could devour a Billy Hog right about now. Dr. Tully hat immer Hunger. Ja, jetzt sind wir wieder an einem Punkt, wo wir kein Gras mehr haben. Jetzt müssen wir erstmal Gras besorgen. Ich würde mal sagen, ich hole jetzt mal Gras, dass die Palette wieder voll ist. Und dann sehen wir uns danach wieder. Das schneide ich dann raus. Hallo. Ups, jetzt regt es sich auf. Ach, hast du dich fest? Hast du dich etwa festgelaufen? Everything looks good from here. So, er versuche da hinten weiterzubauen, ne? Liegt die immer noch da? Jetzt ist sie weg. So, jetzt haben wir uns hier ein paar Platten besorgt, ne? In der Zwischenzeit habe ich auch eine kleine Wolfsspinne noch platt gemacht, die da oben am Rand lang lief. So, jetzt können wir nämlich endlich hier ein bisschen schneller weiterbauen. Da unten haben wir jetzt Grasplatten liegen, da brauche ich nicht immer so weit rennen. Die müsste man natürlich erstmal sammeln, aber das haben wir ja jetzt erledigt. So, und jetzt geht es auch schon weiter. Thank you.
Jetzt brauche ich noch Ton. Oh nein, so wenig Ton. Ton und Stängel. Okay, die kriegen wir auch noch hier irgendwie. Ton müsste ja auch irgendwo sein. Und Stängel. Okay. Dann gucken wir mal. Ist da noch ein Spinni? So, Freunde, jetzt können wir quasi das Ding verbinden. Da bin ich sehr froh. Die Lampe können wir wegtun. Es wird schon wieder hell. Unfassbar, wie schnell die Zeit vergeht. So, jetzt gucken wir mal. Ja, dahin finde ich gut. Und dahin finde ich tatsächlich auch gut. Ah, das war blockiert. Blockiert, verfügbar, blockiert, blockiert, blockiert. Da geht's. Oh ja, da geht's auch. Auch, aber ich möchte eigentlich lieber zum Picknick-Table. Da ist leider blockiert.
So, dann reisen wir mal zurück. Ich versuche das mal. Jetzt hier über den Sand finde ich auch voll cool. Haben wir da auch endlich eine Verbindung geschafft. Ich sag mal, vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Dabeisein. Jetzt brutzel ich. Ich hoffe nicht so schnell. Aber das Brutzeln hört jetzt auch wieder auf. Genau. Sehr cool. Man brutzelt auch am Seil, ne? Wusste ich auch nicht. Brutzeln hört wieder auf. Super, da kann man sich da toasten lassen. Ich hoffe mal, das geht jetzt auch dahin zurück, wo ich zurück wollte. Aber es sieht, glaube ich, ganz gut aus. Das ist das Hochhaus auf jeden Fall, ne? Deswegen sage ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Dr. Tully findet auch alles cool. Tja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Haltet die Ohren steif, bleibt gesund. Bis dann, euer Raki. Tschüss! Das Blöde ist nur, wenn man da hängen bleibt irgendwo, ne? Aber das sieht gut aus.